So, herzlich willkommen. Burek, mein Name, und in diesem Video zeige ich dir, wie du am schnellsten leveln kannst. Zuallererst ein kurzer Überblick zu meinem Bild. Ich zocke mit einer Lightning Gun. Fokus liegt hierauf auf erhöhtem Cooldown oder verringerten Cooldown in dem Falle. Geschwindigkeit bei Todesstoß. Hier habe ich einfach irgendwas genommen, was ich gerade noch so übrig hatte an Wildcard, dämonischen und den dämonischen Seher. Um wirklich schnell zu leveln, benötigt ihr zwei Dinge. Also eigentlich drei. Zum einen eine Waffe mit 56% mehr EXP. Eine zweite Waffe. Speziell für diesen Bild muss es auf jeden Fall ein Blitzgewehr sein, sonst habt ihr gleich Probleme bei dem Boss, bei dem Endboss, die letzten 10 bis 15% Schaden zu machen. Und ihr benötigt alle 5 aktiven Flüche. Alles klar, dann wollen wir starten. Zuallererst habt ihr Funke angelegt und die hier bereit, dass ihr die direkt anlegen könnt. Genau, was noch zu sagen ist, ihr solltet Flimmern haben, damit das Ganze viel schneller geht. Ich habe ausgerechnet, dass man 1,5 Minuten für einen Run braucht und ein Run gibt ungefähr 7.000 500 bis 8.300 Erfahrung. Wieso so ein großer Bereich? Und zwar kommt es immer darauf an, wie sich die ganzen Spinnen beim Endboss, das seht ihr gleich, hinstellen bzw. verteilen und wo ihr selber stehen werdet, weil ihr nur einen bestimmten Erfahrungsradius habt. Sprich, der Bereich, in dem ihr Erfahrung sammelt, wenn die Monster in eurer Umgebung sterben. So, das wäre es eigentlich so, das Grobe, und dann können wir direkt anfangen. Und zwar, zuerst killt ihr den ersten Mob, damit ihr Movement Speed bekommt. Und dann stellt ihr euch hier auf die Brücke und ihr springt zuerst hoch und dann blinkt ihr. Einmal hier rüber, einmal hier rüber. So, dann holt ihr euch den hier, greift den nächsten Mob an, dass ihr wieder Movement Speed bekommt und dasselbe wieder. Hochspringen, blinken, hochspringen, blinken. Falls ihr zu viel Leben verloren habt, holt euch den hier, den Schrein und springt runter. So, direkt die Berserker-Aura an. Jetzt ganz wichtig: Ihr greift die Brutmutter so an, dass sie gerade noch einen halben Balken hat. Besser gesagt, ich gehe grundsätzlich davon aus, dass ihr immer den Lightning Gun habt, weil für mich persönlich ist es der beste. Auch wenn es mit dem Crit-Schwert, den der. Weiß jetzt nicht genau, wie man den Namen ausspricht, aber ich werde euch den Link von seinem YouTube-Channel unten in der Beschreibung auch mit verlinken. Allerdings sind seine Videos in Englisch, aber das macht er, denke ich, kein Problem. Man bekommt eigentlich das Grobe auch, wenn man schlechtes Englisch spricht. Fast zu 80% alles mit. Man stellt sich jetzt den Lebensbalken von der Spinne noch einmal da. Und zwar, man startet mit dem E, also mit dieser Kugel, die man auflädt, und feuert direkt danach die ganze Zeit mit Q die Blitze. Ja?
Und die Blitze feuert man so lange, bis zwei Lebensbalken von der Spinne weg sind. Danach drückt man einmal die linke Maustaste, dass sich alle Kugeln wieder sozusagen auf die Spinne zubewegen. Und man feuert wieder etwa drei, vier Balken. Neue Blitzkugeln. Und ein allerletztes Mal den E dann nochmal hinterher. Und dann bewegt man sich jetzt, wo ich mich bewege. Ja, es leckt ein bisschen. So. Bewegt sich hier zu mir. Boom. Hier etwa solltet ihr stehen, damit ihr zwischen, ich glaube, das war mit 7800 Erfahrung, also halt zwischen 7300, beziehungsweise, was habe ich am Anfang gesagt, 7500, genau. 7500 bis 8300 Erfahrung pro Run bekommt. Das könnt ihr allerdings auch beim Level machen, sprich, wenn ihr jetzt nicht schon die Maximalstufe erreicht habt, Level 50. Allerdings müsst ihr da ziemlich aufpassen, welches Level ihr seid. Ich habe leider, als ich die Informationen für den Guide zusammengesammelt habe, den Guide, den Ultimate Victor Vran Guide, verlinke ich euch auch unten in der Beschreibung, habe ich leider nicht darauf geachtet, bei welchem Level die Spinne extrem stark oder beziehungsweise stärker wird. Also die verändert auch aufgrund eures Levels ihre Fähigkeiten. Ich glaube, das war etwa zwischen Level 20 bis 25 in dem Bereich und Level 40 bis 45 extrem erstens ihren Schaden und zweitens ihre Fähigkeiten, die später auch ziemlich ein Problem werden, sofern man nicht eingespielt ist. Also ich bin auch ziemlich oft gestorben, muss ich zugeben. Allerdings levelt man so schnell. Ich weiß es nicht, ob ich es gesagt habe, aber pro Run 7500 bis 8300 XP. Ein Run dauert ungefähr 1,5 Minuten. Das heißt, wenn man das Ganze hochrechnet, kommt man auf 12 Level pro Stunde. Und 12 Level pro Stunde sind jetzt bezogen auf Ruflevel. Und ein Ruflevel braucht 20.000 Erfahrung. So. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Guide jetzt helfen, speziell was das Level angeht. Ich würde mich über ein Abo freuen. Like das Video. Kommentiert bei Kritik, Fragen, natürlich konstruktive Kritik. Ja, ist schon früh in den Morgen. Anmerkungen oder sonstiges. Und dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen und man sieht sich in irgendeinem anderen Video.